kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Nerim. So, wir sind letztes Mal hier bei dieser Abtei angekommen. Hier können wir uns jetzt erstmal ausgiebig umschauen. Wer sind denn Sie, grimmiger Mann? Gerold der Jäger. Ja, bitte? Was kann ich für euch tun? Stabiler Bart. Hast du nichts zu erzählen? Er hat halt diese Büchers hier, ne? Aber die sind ganz schön... Feuer. Feuer sind sie. Auf Wiedersehen, Gerold der Jäger. Wer sind Sie? Ungeziefer. Allesamt. Okay, das kennen wir ja schon. Was haben wir hier? Anschlag. Ich habe irgendwie das Gefühl, als ob die Statue Erodans in der Kapelle so ein trauriges Gesicht macht. Vielleicht sollte mal einer der Mönche nachsehen, was da los ist. Ein nicht genannter Pilger. Ich bin zwar kein Mönch, aber ich kann ja auch mal sehen, was da los ist. Das ist ein sehr gruseliges Ladebild. Seid ihr gekommen, um euch fortzubilden? Yeah. Ich dachte gerade, der Topf schwebt. Guten Tag. Ja, bitte. Was kann ich für euch tun? Nichts. Ich dachte, ich könnte mit den Leuten auch ein bisschen sprechen. Naja, dann gehen wir erstmal wieder hier raus. Die Abtei. Gehen wir erstmal hier rein. Ich kam wohlbehalten in der Abtei an. Bruder, ein Glück. Kommt näher, es muss ja nicht jeder hören, nicht wahr? Hört mal, hättet ihr... Also, wollt ihr mir vielleicht bei einer Sache... Tja... Sag mal, was willst du, Ira? Wobei kann ich dir helfen? Ja, wunderbar. Genau das meinte ich doch, tatsächlich. Tja, ja, also es geht um, nun ja, um Wildschweine. Ihr wisst schon, diese Tiere mit den Hauern, nicht wahr? Mhm. Da lebt so eins hier gleich in der Nähe, unmittelbar hinter diesen Wänden. Stellt euch das nur vor. Und es scharrt. Ja, ja, genau. Es scharrt jede Nacht im Boden. Wirklich jede Nacht. Auf jeden Fall lässt mich dieses Gescharre nicht einschlafen. Stellt euch vor, ich habe nicht mehr geschlafen seit... Ach, was weiß ich seit wann? Das Wildschwein, versteht ihr? Das Wildschwein muss sterben. Und zwar heute. Heute muss es tot sein. Ganz tot. Mausetot. Wir beide werden es erlegen. Ja, ja, ich komme mit euch. Ihr braucht also keine Angst zu haben, nicht wahr? Das erleichtert euch sicher. Kommt ihr mit, das Wildschwein töten? Ich gebe euch auch zwei erstklassige Heiltränke, wenn ihr mit mir, also wenn ihr mir helft, meine ich. Ja, natürlich mache ich das. Es fällt auf, dass die NPCs immer sehr viel reden und man selbst sagt meistens nur einen Satz oder ein Wort und dann, naja, reden ja erstmal wieder 5, 6 Sätze hintereinander. Oh, ganz toll, ehrlich. Na dann, also gehen wir los, ja? Das Wildschwein ist irgendwo hinter der Abtei. Wir werden es schon finden, denke ich, nicht wahr? Geht ruhig vor. Und ihr braucht keine Angst zu haben vor dem Wildschwein. Wirklich nicht. Ich bin ja direkt hinter euch. Denkt dran. Du kommst jetzt mit? Okay, der kommt jetzt wirklich mit. Komm, dann gehen wir erstmal gucken, was es mit dem Wildschwein auf sich hat. Oh nein, nicht gut. So wie ich das sehe, hat Duras mal wieder ein neues Opfer für die Jagd auf seine Paranoia-Fantasien gefunden. Und ausgerechnet euch. Also hört mal zu. Duras ist etwas anders als die anderen hier. Er sieht und hört manchmal Dinge, die es gar nicht gibt. Momentan ist es ein Wildschwein oder etwas in der Art. Wenn ich euch also einen guten Rat geben darf, lasst die Sache auf sich beruhen. Ich hätte sowieso eine viel lukrativere Aufgabe für euch, wenn ihr möchtet. Etwas weiter stromaufwärts haben einige Goblins den Fluss angestaut. Fragt aber bitte nicht warum. Diese penetranten Plagegeister machen nie etwas, das sinnvoll wäre. Der Damm jedenfalls muss dort weg. Und die Goblins gleich dazu. Sie haben sich in einer kleinen Höhle gleich neben dem Fluss eingenistet. Ich kenne die Höhle.
Wenn sie dort hocken, wo ich sie vermute, wird es ein leichtes Spiel sein, sie zu überraschen. Wenn ihr mir helft, dann kann ich euch einige Kniffe im Bogenschießen beibringen. Aber falls das nichts für euch ist, nun ja, dann geht doch von mir aus Duras hinterher. Entscheidet euch. Aber bitte schnell, ich habe auch noch etwas anderes zu erledigen. Als wir die Abtei verließen, riet mir der Mönch Erik davon ab, Duras zu folgen. Dieser sei angeblich paranoid. Er bot mir anstattdessen, ihm bei einer Aufgabe zu helfen und stellte mir als Belohnung eine Verbesserung meines Bogenschießens in Aussicht. Ich muss mich zwischen den beiden entscheiden. Will ich kämpfen, sollte ich lieber mit Duras gehen. Bin ich aber geschickt mit dem Bogen, wäre wohl Erik die bessere Wahl. Also ich gehe mit Duras mit. Wir haben ihm auch zuerst zugesagt, auch wenn er ein bisschen verrückt ist. Aber ihr glaubt doch etwa nicht, was Erik sagt, nein? Ich meine, er will mich immer fertig machen, wisst ihr? Er sagt das nur aus Bosheit. Tut, was ihr denkt. Ihr werdet das schon wissen. Kommt entweder mit, also ich meine zusammen mit mir, oder eben mit Erik. Wisst ihr schon, ich meine, mit wem ihr mitgehen werdet? Wisst ihr es? Ja, mit euch. Wirklich? Mit mir? Also, ihr meint das ernst, ja? Hm. Überragend finde ich das. Dann gehen wir. Also hinter die Abtei gehen wir dann. Dort ist es. Ich meine, das Wildschwein, das ist dort irgendwo dahinter. Ihr müsst aber, wie gesagt, keine Angst davor haben. Müsst ihr nicht. Ja, dann, lass mal gucken. Hat's gerade ein bisschen gelaggt. Hier irgendwo, oder was? Habe ich eigentlich sowas wie Questmarker? So, habe ich noch nicht so ganz herausgefunden. Ob diese Quest hier zum Beispiel aktiv ist. Ah, okay, da. Ja. Okay, da unten muss ich einfach auf das grüne Dings gucken, alles klar. Wer bist du denn? Bist du das Wildschwein? Ich will keinen Ärger. Ich auch nicht. Dort, seht ihr? Dort hinten. Das ist kein Wildschwein. Glaube ich. Ah, sie wollen mich fressen! So helft oh, mir doch! Ho, 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 ho. Alter. Hinter der Abtei trafen wir kein Wildschwein, dafür aber griffen uns zwei ausgewachsene Luchse an. Die sahen eher aus wie Berglöwen. Tja, also, ich hoffe nun ja, dass ihr keine Angst hattet, nicht wahr? Aber ein Wildschwein ist hier irgendwie nicht. Ich fürchte bald, nun ja, es besteht natürlich die Möglichkeit. Also es wäre möglich, dass es vielleicht gar kein Wildschwein gibt. Ja, das ist möglich, nicht wahr? Hier habt ihr eure versprochenen Tränke. Ja, und ich? Also ich gehe dann mal wieder. War wohl nichts, die ganze Aktion hier. Was ich so witzig daran finde, ist, dass wir doch erst... Doch, da ist das Wildschwein. Wir hatten doch irgendwann dieses Phänomen hier in Deutschland, als ein Löwe als ein Wildschwein gesehen wurde, wenn ihr euch erinnert. Also war Enderal seiner Zeit voraus mit dem Gag. Ich traute meinen Augen kaum, doch als Duras bereits auf dem Rückweg war, stürmte überraschend das Wildschwein aus dem Gebüsch. Mich erlegte es. Vielleicht sollte ich Duras erzählen, dass es doch keine Einbildung war. Happenfleisch? Ach, nehme ich auch mal mit. Ja, schön. Schön, schön. Da ist auch eine Ruine. Wir können wieder aufsteigen.
So, Tagebuch, Level aufsteigen. Ich gehe weiter auf Stärke. Konstitution. Und mach Schnelligkeit auch weiter hoch. Also, ich denke, das ist ganz gut. Ich bleibe erstmal dabei. Ja, coole Sache. Weil kann ich ja jetzt mit dem anderen trotzdem noch, Alter. Zwischenzeitlich laggt das Spiel einfach so übelst, ne? Hier jetzt. Wahrscheinlich gibt es da bestimmte Triggerpunkte, wo irgendwas nicht richtig nachgeladen werden kann. Ja, irgendwas ist hier gerade nicht okay. Das hätte ich nicht erwartet. Schade. Aber ich werde schon einen anderen finden. Geht nur mit Duras mit, aber lasst euch nicht von seinen Fantasien anstecken. Das hätte ich nicht erwartet. Könnte doch jetzt immer noch gehen. Du bist ja nicht mal losgelaufen, Kumpel. Ja, ja. War alles für die Katz gewesen, was? Alles umsonst. Nicht ganz. Es gab doch ein Wildschwein, aber es ist tot. Nein, nein. Zwei Luchse waren es. Mehr nicht. Nur die zwei. Ich bin wohl doch paranoid. Also, ihr geht jetzt besser, nicht wahr? Hat nichts gebracht. Alles nichts gebracht. Okay. Wenn du das sagst. So, bist du der Meister hier, Alter? Heftiger Bart. Ja, Bruder. Kann ich etwas für euch tun? Also, ich habe hier diesen Brief für euch. Oh, ihr müsst zur Armee? Das betrübt mich. Ich verliere nur ungern einen so emsigen Schüler wie euch. Aber es geht wohl nicht anders. Der Krieg verlangt Opfer von uns. Wenn ich euch aber noch eines raten darf, geht nicht sofort nach Erotin zur Kaserne. Der Weg dorthin ist lang und zu diesen Zeiten auch gefährlich. Sucht euch etwas Ausrüstung zusammen und stärkt euch. Außerdem möchte ich euch dies hier mitgeben. Das wird euch hoffentlich eine Hilfe sein. Ich werde euch stets in meine Gebete einschließen und bitte, bitte kommt unversehrt aus der Armee zurück. Hier ist immer eine Tür für euch offen. Lebt wohl. Mögen unsere gnädigen Götter euch ihren Segen gewähren. Richtiger Ehrenmann. Richtig nett von ihm. So, eigentlich kann ich hier sogar alles nehmen, ne? Also das ist kein Diebstahl. Was haben wir denn hier? Die Worte Avenzins, Band 1. Ja, also da stand jetzt eigentlich nichts Besonderes drin. Das waren einfach seine quasi Voraussicht auf die glorreiche Zukunft, die da kommen kann. War jetzt nichts, was jetzt so interessant wäre. Die graue Blüte, Band 2. Stadt Erotin und ihre Historie. Wissen ist dem Schwert überlegen. Ihr habt nun schon über 10 Bücher gelesen. Die Weisen können Einfluss auf die Mächtigen nehmen, denn Wissen ist nur eine weitere Spielart der Macht. Mit einer Feder kann jedes Schwert bezwungen werden und mit Worten können Legionen und Reiche zu Fall gebracht werden. Sobald ihr mindestens 100 Bücher gelesen habt, bekommt ihr einen Bonus auf eure Intelligenz. Alles klar. Ja, hier stand halt was über die Stadt Erotin und halt auch über so den Krieg und wie war Götter und alles mögliche. Und Arantel wurde ja erwähnt und den trifft man ja auch in Enderal. Also das war ganz interessant. Die graue Blüte, das habe ich mir jetzt nicht ganz durchgelesen, weil das ist 20 Seiten lang. Ihr könnt mir mal sagen, ob ich diese Bücher vielleicht doch lesen sollte, ob sich das lohnt. Aber das frisst halt auch einfach zu viel Zeit jetzt gerade. Und ich bin eher interessiert jetzt auch an der Welt und so, ne? So, was gibt es denn hier noch Schönes? Kapelle. Ich grüße euch, Pilger. Seid ihr reinen Herzens? Seid ihr gläubig? Vor kurzem betrat ein verdorbener Frevler diesen heiligen Schrein. Er stahl eine Flasche Duftwasser, die Gläubige der Kapelle spendeten.
Anschließend warf er die Flasche auf das Dach der Fischerhütte westlich der Abtei Tirin, um seine Missgunst den Göttern gegenüber zur Schau zu stellen. Bringt die Flasche zurück zu diesem Schrein, um euren Glauben und eure Demut zu eurem Herrn Edoran unter Beweis zu stellen. Als ich Edorans Kapelle betrat, hörte ich die Worte in meinem Geist. Ein Frevler habe eine Flasche Parfüm, welche Gläubige an den Gott dargebracht haben, gestohlen und auf das Dach der Fischerhütte am großen See westlich der Abtei Tirin geworfen. Wenn ich die Flasche zurückbringen kann, bekomme ich vielleicht einen göttlichen Segen. Die Mission können wir ja gerne mal machen. Edoran schreien. In Andacht an unseren heiligen Edoran, der die Grundfeste unserer Gesellschaft auf Nerim schuf. Sein Werk ist das Werk der Herrlichkeit. Seine Aura ist die Aura der Schönheit. Sein Reich ist das Reich der Ewigkeit. Gebetsband. Das darf ich nicht lesen. Ist verboten. Mache ich das auch nicht. Nicht, dass der Schrein nachher sagt, nee, kriegst keine Belohnung mehr. So, ist die Quest jetzt aktiv? Karte. Ja, einfach an der Fischerhütte, das ist wahrscheinlich nicht markiert, aber hier am großen See soll irgendwo die Fischerhütte sein. Der passende Teleportrohne könnt ihr euch an diesen Ort teleportieren. Ich meine, ich habe ja eine Teleportrohne gefunden, ne? Aber ich weiß nicht, was ich damit machen muss. Darf ich nicht rein? Ja, die Frames, die sind zwischenzeitlich halt, ne, komplett am Ausrasten. Hey Benno. So wie hier. Ich weiß da gar nicht, was ich machen soll. Das ist dann auch immer nur für einen Moment. Und dann ist es wieder weg und dann kommt es wieder. Also mir wurde schon gesagt, dass Nerim nie ganz rund läuft. Ne? Eine Rune. Und das ist zwar Grabräuberei am helllichten Tage. Gar nichts. Aber das wird mir nicht vorgehalten. Ja, das mit den Frames, da bin ich mir jetzt schlüssig, was ich machen soll. Ist aber nicht die Hütte, oder? Das ist schon ärgerlich mit den Frames. Ist auch heute jetzt zum ersten Mal. Da ist eine Fischerhütte. Komm ran, du Krabbe. Herstellung haben wir auch verbessert. Schön, schön. Da oben sehe ich doch die Flasche. Oh, warte. Kommen wir irgendwie nicht hoch. Kann ich springen und dann nach vorne? Komisch, dass das nicht geht. Waffe wegstecken? Ne, ich kann. So. So, hier ist das Duftwasser. Interessant aus hier. Ja, also wenn ihr da noch einen Tipp habt für die Frames, damit das ein bisschen besser läuft, das Spiel. Ja. Normalerweise sollte ja alles easy flüssig laufen, aber hier flackern auch gerade die Gräser wie verrückt und so.
Naja, ich gehe erstmal zurück. Bring mal diese Flasche weg. Vielleicht kann ich ja die Sache... Ich habe gerade irgendwie noch ein Feuerfunken bekommen. Also so eine Pflanze. Hab... dafür ein Achievement bekommen. Erhöht euer Glück permanent. Ich weiß nicht, ob ich damit noch irgendwas machen kann oder ob ich das jetzt einfach essen sollte. Auf jeden Fall ist das Spiel gerade abgestürzt, als ich hier weiterging. Und jetzt läuft es auch wieder stabiler. Also vielleicht muss man das Spiel auch regelmäßig neu starten. Vor allem, da kam nicht mal eine Fehlermeldung. Das Spiel geht einfach aus. Schade, dass es solche technischen Problemchen mit dem Game gibt, weil bisher finde ich das sehr interessant. Oh, Bambi, geh weg. Wildbret. Die Atmosphäre hier, die ist schon cool. So ein Setting spricht mich natürlich sowieso immer an, ne? So Mittelalter-Fantasy. Geht immer. Ich brachte die Flasche Duftwasser zurück. Gott Edoran erkannte, wie wichtig Ausstrahlung und Schönheit in der zivilisierten Gesellschaft sind. Er war immer darauf bedacht, ein makelloses und perfektes Auftreten zu hinterlassen. Ein perfektes Auftreten für einen perfekten Herrn. Eure Demut gegenüber den Göttern und dem Schöpfer sei ein Teil von Edorans Ausstrahlung, nun die eure. Euer Charisma hat sich verbessert. Ich brachte die Flasche Duftwasser zurück und erhielt dafür einen Segen. Mein Charisma hat sich nun verbessert. Ja, schön. Die holde Maid. So. Ja, das ist doch... ist doch fein. Durch einen Bienenstock verletzt. Gibt's ja nicht. Das hätte ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Ja, was haben wir denn noch so zu tun? Achso, ich will immer irgendwie mit J ins Journal oder so. Aktive Missionen haben wir nichts. Doch laufende Missionen. Ja, das könnten wir machen. Wurzelsuche. Okay. Vera. Schwertkampf kann der mich unterrichten, aber das ist, glaube ich, teuer, ne? Also irgendwie wird die Karte ja gerade auch nicht richtig angezeigt. Ja, ich glaube, ich muss mich damit arrangieren, dass die Welt von Nerim hier und da mal ein paar Probleme bereitet. Gehen wir erstmal hier weiter. Vielleicht kann ich auch trotzdem diese Goblin-Höhle finden und da mal vorbeischauen. Plus. Aufwärts. Da oben scheint auch irgendein Lager zu sein. Weg die Klapperhöhle. Und bestimmt die Goblins. Schauen wir mal. Okay, vielleicht ist das auch der Ausgang. Und hier kommt man nachher wieder zurück, wenn man durch den Haupteingang der Höhle geht.
Jetzt bin ich wieder woanders lang gegangen. Das ist mir schon zum zweiten Mal passiert. War in der letzten Folge ja auch so. Dass ich dachte, oh, hier geht's gar nicht weiter und auf einmal ging es doch weiter. Schmiedehose. Anatrank, warum nicht? Zinntasse, das ist mir wurscht. Die Sachen nehmen wir mal mit. Gerade sehe ich hier niemanden. Okay, irgendwie ist gerade mein ganzes Inventar verbuggt. Kann ich nicht die Fackel nehmen? Das nicht, weil ich ein Schild habe? Ja, tatsächlich. Irgendwas unterm Bett. Urne. Ja, Salat im Kleiderschrank. Wer kennt es nicht? Komme ich hier irgendwie runter? Da sieht es doch eigentlich so aus, als würde man da hin dürfen. Irgendwo ein versteckter Weg. Da ist ja auch eine Tür. Komme ich nirgendwo runter. Hat teilweise, so wie hier, eine unsichtbare Wand. Naja, dann gehe ich hier erstmal wieder raus. Warte mal. Falsch. Ging es raus. Ich dachte gerade schon, mich hat jemand eingesperrt. Das Spiel ist gerade schon wieder abgeschmiert. Ist natürlich schade, was passiert, ne? Oh, was ist hier denn? Die fahrenden Händler zu eurer Verfügung. Was möchtet ihr? Was hast du denn Schönes? Ja, ich habe dem auch nicht viel zu verkaufen. Ich habe mehrere Leute sagen hören, die Eterna würden stehlen und morden. Zudem ist mir unlängst ein Gerücht zu Ohren gekommen, nachdem diese Menschen jeden Monat bei Vollmond ein Neugeborenes opfern und sein Blut trinken. Ihr solltet euch von denen fernhalten. Ja, die Geschichten sind bestimmt wahr. Hier ruckelt es halt schon wieder. Ich glaube, das Spiel stürzt gleich wieder jeden Moment ab. Seid ihr gekommen, um euch fortzubilden? Leichte Rüstung, Schleichenschütze, okay. Ja. Weiß ich nicht. Muss ich da eigentlich...
Wir haben ja schon viele Lernpunkte, ne? Also wir können auf jeden Fall Schwertkampf oder so verbessern. Können wir bei dem Typen in der City ja machen. Naja, und ich würde sagen, hier machen wir dann erstmal in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.